shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Hey. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Fuck with me, you know that I got it. Yo, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen wundervollen Video auf diesem Kanal. Heute ist es soweit! Heute ist Halloween, also ihr seht das Video natürlich ein bisschen später. Heute ist das große Halloween Rideout in Berlin. Ich glaube, das größte deutschlandweit, was Halloween Rideouts angeht. Da werden wieder sonst wie viele Leute da sein. Und wir sind natürlich mit den Jungs auch dabei. Und nicht irgendwie, sondern guckt euch das an. Ich habe ein Kostüm an, es wedelt zwar gerade im Wind und ist ein bisschen Lash, aber hier mal kurz ein, zwei Clips. Wir haben das nämlich schon ausgetestet einmal und es sieht fucking lustig aus und es ist fucking lustig. Ich hatte es auf Instagram jetzt gesehen und dachte mir, Bruder, ist das mir noch nicht entgegen, ich kaufe mir das auch. Und zwei von meinen Freunden, Steve und Lenny, haben sich das auch geholt. Wir holen jetzt zusammen einmal Eumel ab und dann fahren wir mit Eumel zu Lenny und Co., holen den ab und dann fahren wir alle gemeinsam zum Rideout, wo dann der Treffpunkt ist und das große Berlin Rideout. Es wird unglaublich geil. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch sowas gefällt. Ich habe auch die Insta 360 hinten dran, heißt, ihr werdet heute auch die dritte und vierte Perspektive sehen. Einfach nur ein nicer Tag. Viel Spaß in dem Video. Guck mal, jetzt richtet sich der Kopf wieder auf. Da ist er wieder, Bro. Der Bro sitzt wieder. Hallo. Oh. Das ist schon Eumels Mutter. Oh, der Hund hat auch Angst vor mir, siehst du? Hallo. Weißt du, was am lustigsten aussieht? Guck mal, warte. Moin! Vorsicht, du kannst mich jetzt nicht drücken. Digga, das Ding wollte ich auch beim Fahren richtig schön. Oh, das fühlt sich richtig gut an. Oh, 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 oh. Ach du Scheiße. Okay, fahren wir los? Ja. Ja. Wir holen jetzt Lenny ab. Lenny war übrigens gerade jetzt bei seiner Auto-Theorie-Prüfung. Mal gucken, ob er bestanden hat oder nicht. Dankeschön. Ja, Amazon einfach, ja. Alien-Kostüm. Viel Spaß. Dankeschön. Schönen Tag. Danke. Ciao, ciao. Sag mir, hast du bestanden oder nicht? Mit 3 Fehlerpunkten bestanden. Glückwunsch, Glückwunsch. Ich muss eine rauchen. So, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir weiterfahren. Bis gleich. Wir sind jetzt alle miteinander und da ist mein Broski. Also wir können uns halt nicht so, ja, ja. Aber dein sieht, Digga, wie viel hast du bezahlt? 30 Euro, ne? Ich habe 45 bezahlt, Bruder. Und dein sieht wirklich größer und cooler aus als meins. Ja, auf jeden Fall, Anton ist jetzt auch dabei. Und wir fahren jetzt los. Da hinten sind 3 Mädchen, die lachen uns die ganze Zeit schon aus. Ich schwöre, die lachen uns die ganze Zeit schon aus. Die lachen auch nicht mit uns, die lachen uns aus. Es ist peinlich. Die gucken uns so zu, die gucken uns so zu. Das sieht so dumm aus. Meine Güte, wir haben sind die Brüder, wir sind's. Guck ja links, links. Digga, Lenny sieht so viel besser aus, ne? Das steht wie eine 1. Mann, mein steht eigentlich auch wie eine 1, aber die beiden. Also wenn die stehen, ist okay. Ja? Also im Stau. Oh, Alter, ich dachte. Du musst renn mal. Ja. Ist grün, ne? Ist grün. Wir sind jetzt an der Tankstelle, an der Aral mit den Jungs und warten hier jetzt gleich auf unsere Restlichen. Ich muss jetzt aber erstmal was essen und irgendwas trinken, weil ich bin K.O. Unsere Kostüme, also mein zumindest, lerne ich so ein bisschen. Da sind die Batterien jetzt leer. Die halten so 4 Stunden im Normalfall und dadurch, dass wir die schon getestet haben, sind die jetzt schon ein bisschen, ja, alle. Aber bei dir geht noch, aber du hast deine Batterien auch 1 Stunde später nochmal reingemacht, als wir getestet haben. Warte, ich zeige euch mal, wie ich jetzt aussehe. Moment. Wir fahren jetzt los. Wir haben die Kostüme an. Hier, ihr seht mich gerade. Wir haben die Kostüme an. Es sieht bombastisch aus. Und die Jungs auch. Gucke, es pustet sich auf.
Ja, und jetzt fahren wir alle zusammen zum Rideout. Es ist schon sehr voll. Wir sind eine halbe Stunde zu spät, aber es müsste eigentlich zeitlich gesehen alles noch passen. Digga, dir, Alter. Bro. Da wird was Liebes kaputt, Männer. Was soll ich machen? Digga, was passiert denn schon wieder? Weil ich wollte nur mit meinem Alien-Kostüm ein bisschen driven, Bro. Da drüben stehen alle, ich sehe es schon. Da drüben sind alle am Stehen. Boah, es sind wirklich viele wieder. Sind da alle richtig geordnet, stehen hier. Ein Foto machen? Von mir? Ja klar, na klar, kein Problem. Es ist leider richtig schlechtes Licht hier, ne? Aber ich glaube, man erkennt es trotzdem relativ. Also es ist Real Talk full. Und wir stechen mit diesem riesigen Kostüm wirklich sehr hier raus, weil nicht so viele Leute Kostüme anhaben. Ey, guck mal, guck mal! Guck mal! Guck mal! Ey, guck! Digga, einfach zwei Kühe! Spring! Spring! Crazy! Spring! Ja! Wie scheiße! Oh mein Gott, so! Oh mein Gott, es ist hell! Boah! Wollen wir jetzt einfach mal losrennen? Wir rennen zurück, okay? Wir rennen komplett zurück. Wenn wir da hinten sind, rennen wir komplett zurück. Ey, es ist so voll. Also ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber hier stehen überall Motorräder an den Seiten. Also überall, komplett querbeet ein. Ist crazy voll. Zum Season-Start war weniger los als jetzt. Also hier ist wirklich geisteskrank voll. Ist crazy. Rennen wir zurück? Komplett aber. Ja. Okay, Visier runter. Los, komm. So scheiße! Au! Scheiße! Ich hole mich uns alle auslachen, wenn du. Au! 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 Geil. Es gibt jetzt eine große Ansprache, zu der wir gehen sollen. Und da laufen wir gerade alle hin, aber mein Kostüm ist, wie ihr seht, schon voll kaputt. Guck die mal. Die Mainz jetzt. Ja. Ab Mainz auf die 1. Digga, das steht noch so Mainz gut, Mann, Digga. Hier ist auch einfach alles voll mit Motorrädern, Bro. Also hier alles wirklich komplett, ist komplett voll crazy. Es geht jetzt los. Wir fahren jetzt alle los, alle gemeinsam scheinbar. Mal gucken. Es geht jetzt los, die Leute starten ihre Motoren, das Chaos des Todes beginnt. Wir gucken mal, was passiert. Okay, Abfahrt, Kinder, Abfahrt, Abfahrt. Bin bereit, wir können. Wir haben wirklich Glück, dass wir heute Cardo haben, Digga, weil hier wäre jede Gruppe voll. Hier sind so viele Leute. Alter. Digga, komplett Berlin ist lahmgelegt. Alter Schwede. Perfekt Motorräder. Ist so viel. So geil, Jungs. Ist das crazy. Es ist so voll. Es sind so viele Bikes hier. Was ist denn hier los, Digga? Die Autos. Ey, guck mal, die fahren sogar vor den Autos lang. Guck mal. Digga, wir haben die Sitze reingedrangelt. Hier hinter dir. Alles gut. Wir sind bei dir. Kein Stress. Wir müssen uns zusammen reindrängeln irgendwie. Hier, Lenny, so ja. Bremsen. Ja, ich sehr gut. Doch. Heute ist das krasseste Season Rideout, das krasseste Halloween Rideout, was ich bis jetzt hatte. Also guckt euch das an, wie voll das hier ist. Das ist so geisteskrank, Alter. Digga, dieses Auto da, ne? Sowas macht mich so aggressiv. Boah, du kannst jetzt hier nicht reinfahren. Ihr könnt jetzt hier nicht reinfahren. Sag mal, checken die es nicht? Also ich muss immer wieder eine Sache sagen, so sehr ich es liebe, dass die Polizei Berlin sowas hier zulässt und hier wirklich mitmacht, dass es durch die Stadt geht. Die Sachen von der Organisation her, Alter, Digga, von der Organisation her ist es einfach nicht gut organisiert. Die Kreuzungen sind nie abgesperrt bei Polizei-Rideouts, es ist nie abgesperrt. So wenn wir die privat veranstalten, so dumm es klingt, auch wenn es illegal ist, hast du immer genug Ordner, damit jede Kreuzung abgesperrt ist und das funktioniert einwandfrei.
Aber mit der Polizei, ich schwöre nie, die Kreuzungen sind nie abgesperrt. Die könnten hier einfach rauffahren, die würden uns alle töten. Also wirklich, das ist total unsicher. Aber trotzdem danke, dass sowas überhaupt möglich ist. Aber das ist halt, also ich weiß nicht, da muss man halt vorher eine Ordnertruppe organisieren oder so. Oder auch hier, dass hier Autos überhaupt dazwischen kommen. Oder das dürfte gar nicht passieren, dass hier Autos dazwischen kommen. Das darf gar nicht passieren. Ich will mal stehen bleiben. Bro, was machst du? Digga, bist du dumm? Also, Bro. Aber das ist das, was ich meine. Sowas darf nicht passieren. Alter, guck dir das mal an, Steve. Alter. Das sind so viele Leute. Ich weiß nicht, ob man das auf den Kameras gut erkennt, aber es ist so voll hier. Aber er merkt doch, dass er falsch ist. Warum fährt er denn nicht rechts ran, weißt du? Wäre ich in der Autoposition, ich habe meinen Autoführerschein auch, ich würde hier sofort rausfahren einfach. Ja, oder? Ja, genau, stehen bleiben. Genau, so ist richtig, so ist gut. Bleib stehen, lass uns vorbeifahren. Ja, genau. So ist okay, so ist voll okay. Wow. Was passiert hier? Es ist so Eskalation. Junge, mir ist so heiß, es ist so heiß hier. Weißt du, was ich mal probiere jetzt? Hör mal. Boah, nur Marc hat mitgemacht. Ich werde auch ein Teil ab und an das Vermögen für einen großen Schlag, glaube ich. Nee, das ist nur in Berlin. Ich habe auch gesagt von Anfang an, in Berlin wird das größte Season End, also das größte Halloween Wildout sein, was es jemals gab. Ich weiß ein bisschen, dass in der anderen Stadt was los ist. Von wo kommt die Polizei? Von links? Ich sehe es nicht. Kommt die von links? Links, die kommen von links. Jo. Das ist so laut. Digga, Alter! Digga, die juckt es halt gar nicht, dass die Polizei ist. So laut, ich verstehe nichts. Alle geben Begrenzer, ich schwöre. Holy shit! Alter! Steve, jetzt los! Steve, los! 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 Yeah! Alter, Digga! Junge, holy shit! Digga, die Polizei juckt nicht, die können gar nichts machen, Alter. Hast du gesehen, der Polizist stand, der hat einfach nur geguckt. Alter! Meine Ohren, hört ihr mich wieder? Ja, meine Ohren auch vollständig. Du hast nichts mehr verstanden in dem Tunnel, gar nichts. Ich habe noch nie so viele Motorräder werfen hören, noch nie. Digga, was ist das für eine Eskalation hier? Alle filmen und das ist so crazy. Digga, ich kann gar nichts sagen, weil das hier so eskaliert. Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt und das geht nur in Berlin, Bruder. Ich habe in keiner anderen Großstadt, wo ich und sie fahren, ist sowas hier überhaupt annähernd möglich. Sie fährt hier mit einer legal eingetragenen, optimierten Software, Straightpipe R1, vor Polizisten mit Selbstspiegeln. Bei 500 Leuten in Berlin mit Kostüm, oder? Und hier wird nichts gemacht? Also das ist auch super korrekt, Alter. Der und auch die Menge an Leuten, was hier abgeht, dass alle raffen und so, ist so geisteskrank, Bruder. Dieser Zusammenhalt, der hier herrscht. Habt ihr noch Tag im Banner? Seid ihr noch vor mir? Ja, wir sind gleich wieder bei dir, ja. Digga, es sind so viele Leute. Euch erkennt man immer so schön. Ja, uns erkennt man auf jeden Fall, Alter. Du siehst das Ende von den Leuten gar nicht vorne. Es ist einfach zu weit weg. Oh, sorry, peinlich. Wir sind irgendwann am Brandenburger Tor mitten in der Innenstadt, Digga. Und hier sind 500 Motorradfahrer. Das ist so geisteskrank. Bruder. Ist das krank. Digga. Das ist nur Berlin. Das ist Berlin, Bruder. Das ist Berlin. Ja. Hey, Amador, ja. Was? Was Süßes? Ja, will ich. Oh, er hat was Süßes für mich. Danke, Digga. Beide sind weit. Digga. Boah, so. Ja, Mann, das hab ich gebaut.
Alter, Digga, also die Knaller sind extrem verrückt. Ey, guck mal, Paul, Bruder, so ein Macher. So ein Macher. So ein Macher. Wir sind Real Talk, wir sind Real Talk, die Gruppe aus Berlin, die sich bei Whiteouts überhaupt nicht benehmen kann. Ja. Aber immer, ja, immer, wir benehmen uns nie. Ich schwöre. Über die immer meckern, über die checkern. Ja, genau. Es sind immer wir. Digga, das ist crazy. Aber wir sind relativ am Ende. Vor uns geht's weiter. Meine Hose hängt! Ich weiß immer nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Wie fühlt ihr euch? Wie würdet ihr beschreiben, dass ihr euch fühlt? Das ist so geil, es macht so Spaß. Das ist wirklich so geil. Aber ich würde von außen sehen, ja, wie so viele Motorradfahrer vorbei sind. Ja, so geil. Entweder von außen, von außen oder von oben. Von oben wäre auch crazy. Auf der Straße! Digga, du ist der dumm? Bitte fährt den jemand um! Bitte fährt den jemand um, Digga, wirklich! Oh Mann! Der ist voll gegen mein Spiegel! Digga, so ein warum läuft der auf der Straße entgegengesetzt der Fahrtrichtung bei einem Whiteout, der Idiot? Ich hab den mit dem Spiegel mitgenommen und aus dem Fett das einfach Bein so leicht runter gemacht, hab ihn glaube ich damit eingetreten. Verdient. Egal was ist, verdient so. Vorsicht, Polizei. Alter, guck dir an, wie voll das ist so crazy. Man, ey, du kannst die Menge gar nicht auf den Kameras festhalten, das geht gar nicht. Lass mal hier vorbeirollen, oder? So richtig schön. Dass wir ein bisschen weiter nach vorne kommen, alle. Falls wir es überhaupt dürfen. Hallo, Emil. Hallo, Emil. Hallo. Gut, super. Also hier nach heute werde ich auf jeden Fall Kopfschmerzen haben bei Minecraft spielen später. Oh, da vorne ist ein Burnout. Oder da brennt was. Eins von beiden, ich glaube aber eher Burnout. Da, guck mal da, er da, guck mal hier. Wow, genau das brauchen wir, ja. Alter, Digga, der rockt den kompletten Reifen down, Alter. Holy fuck, guck dir das an. Crazy, Alter. Ja, Mann, ja, Mann. Ja. Der Begrenzer ist nicht so cool mit meinen Ohren. Da ist schon wieder, er fängt schon wieder an. Digga, der Reifen ist doch am Ende. Der vernichtet seinen Reifen komplett gerade da vorne. Warte, ich stelle auch hier kurz ab. Geht eh noch nicht weiter. Wow, die stehen bis nach da vorne, wo das Blaulicht ist. Digga, wollen wir mal rennen? Wollen wir mal rennen, Stück? Telefon nicht angeschlossen. Bruder, es sind so viele! Die stehen selbst hier! Poppes, wohin stehen die, Alter? Ich kann nicht mehr! Das geht nicht weiter, Jungs! Wir stehen gerade alle! Alle stehen! Boah, die stehen bis nach da vorne! Guck mal, bis zur nächsten Kreuzung! Bis zur Ampel! Also wir stehen jetzt hier, wir sind gerade von zu hinten zurückgerannt, das hat nicht gesehen, weil Akku leer war. Es ist komplett voll und die Leute stehen. Also es ist jetzt gerade Stillstand bis nach da vorne, wir wissen nicht warum oder was jetzt Phase ist. Aber es stehen alle, die stehen hier auch schon auf den Gehwegen, guck mal. Jeder hier steht, also alle stehen gerade. Es geht weiter, glaube ich. Ja, es geht weiter. Ey, die rollen vorne wieder, es rollt wieder. Oh. Junge, die gesamte B1 ist einfach gesperrt, ja. Das ist so krass. Digga, die ganze B1 ist dicht, das ist so kranke Scheiße. Das ist also... Oh mein Gott, mein Bruder, mein Helm vibriert, Steve. Wenn der Knaller kommt, vibriert mein Helm, so laut ist sie. Ganz kurz nur, damit ihr es wisst, Straight Pipe MT, Straight Pipe R1 mit Software und Straight Pipe MT hier links. Bro, und wir fahren jetzt alle zusammen mit 500 Motorrädern durch die Tunnel. Bruder, ich werde eine Trommelfellerschütterung bekommen bei der Scheiße. Das wird das beste Erlebnis meines Lebens. Jetzt geht's richtig los, Alter. 500 Motorräder. Digga, ich habe eine Trommelfellerschütterung. Meine ganze Brust hat vibriert. Oh, ich kann nicht mehr.
Oh, ich liebe diese Karre, ich liebe diese Karre von Paul. Digga, dass der mir die Karre gibt, für den ganzen Abend ist so geil. Digga, vor allem, dass du die ganze Zeit resten darfst. Ja, der Fahrer hat extra auf mich gewartet, damit ich beim Tunnel bei ihm bin und hat mir gesagt, dass ich einfach zu resten. Einfach Liebe für Paul im Herzen, nur Liebe für Paul im Herzen, Real Talk. Wo seid ihr, Peter? Wo seid ihr? Paar Motorräder hinter dir. Wir sind hinter dir eigentlich. Wir sind hinter dir, Bro. Alles gut. Ja, ist krank, ja. Charlie sagt auch, ist crazy. Ey, Digga, Paul. Gib mal Gas, fahr mal ein bisschen. Okay, nee, egal. Also wirklich all in all, Season End ist das einfach geisteskrank. Ich weiß, in dem Video wird nicht viel mehr zu hören sein als geisteskrank und heftig und ich kann das alles nicht mehr und das ist zu laut und was weiß ich. Aber du kannst anders diese Atmosphäre auch einfach nicht in Worte fassen. Du kannst die Emotionen nicht rüberbringen, die hier stattfinden, Alter. Was hier das Lautjack, ich muss auch die ganze Zeit schreien, weil ich mein eigenes Wort nicht verstehe, so laut ist es hier dauerhaft. Und es sind so viele Motorräder. Guck mal rechts. Digga, ich dachte aber auch so, wie es ist, es ist nur unsere Truppe, die gar nicht bekannt ist. Ja, ich schon. Es ist Halloween, Bruder, und die Leute nehmen sich nichts anderes vor, außer hier mitzufahren, um einfach noch eine geile Zeit zum Ende dieser Season zu haben. Das kannst du nicht in Worte fassen, in keiner Welt. Die Tunnel. Du kannst hier auch einfach keinen normalen Motorwirk drehen, weil es so laut ist, du Kopfschmerzen hast und du von den Emotionen her, ich könnte euch gar nicht sachlich formulieren, was das hier ist. Oh, hat sie da Süßigkeiten drin, ne? Darf ich da? Ein Schokobon, den esse ich jetzt so. Köstlich. Ich will auch einfach mal einen Snack nebenbei beim Motorrad fahren. Was ist denn los, Großer? Wollen wir auf die Tankstelle hier? Lass hier rechts gleich. Lenny, rechts kommt eine Tankstelle. Lass da mal rauffahren oder an alle, die mich hören. Rechts auf die Tankstelle warten wir, bis wir am Ende vom Rideout sind und fahren dann mit, weil das ist ja jetzt nicht mehr so wichtig, das Stück. Dann können wir uns auch einmal die Menge angucken. Alter, ist das crazy. Alter, Digga. Das ist Berlin, Bruder. Das hier ist Berlin, wirklich. Alter. Wow, guck dir das an, bis nach da hinten geht das. Hey, warum zeigt er mir Mittelfinger? Bruder. Soll ich mal so machen? Das ist crazy. Wow. Es hört gar nicht auf, so viele sind das. Ist auch geil. Krank. Verrückt. Hallo. Junge. Und die fahren ja schon teilweise zu dritt oder zu viert auf der Spur, Bruder. Und das ist trotzdem so voll. So viele. Das ist crazy. Bei so einem großen Rideout war ich noch nie. Wirklich. Das ist das größte Rideout, wo ich jemals war, wirklich mit Abstand. Ah. Nee, auf dem Portal. Hier rein. Hier rein, okay. Junge, ist das crazy. Ich kann gar nicht, ich komme gar nicht mit Motorrad hier durch irgendwie. Es ist zu voll, Bro. Hier, du kommst hier auch gar nicht anders raus. Das ist die einzige Straße, wo du hier rauskommst aus der Wohnsiedlung. Ja, nochmal! Na klar. Darf ich einfach reingreifen oder nur eine Sache? Na komm, gib den anderen auch noch ein bisschen. Center. Okay, und dann zwei. Dankeschön. Hier, was Süßes für dich. Kein Problem. Danke, kannst du auch noch lernen. Ja. Ich will das doch gar nicht. Nimm es jetzt, du darfst keine Geschenke zurückgeben. Du hast es aber von da genommen. Nein. Na klar. Habe ich mitgebracht, so. Was? Habe ich so mitgebracht. Nein, du Lügner. Ja, das hört hier heute alles auf. Es war ein wirkliches Träumchen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heiß ist, wird verrückt. Es war halt viel Geschreie, viel Wiederholung. Aber es geht auch bei diesen Rideouts. Es ist so viel einfach für den Kopf. Ja, von der Insel, ich habe den nicht viel gesehen, wie ihr gesehen habt. Aber dafür wahrscheinlich andere Perspektiven. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. So
no comparison. You anything but regular, it's evident. You my healer, you my medicine. You knew me before I knew me, you really been for me ever since.